Moin Moin, herzlich willkommen zurück. Heute mal ein kleines Schlumpf-Info-Video. Ich wurde in einem Kommentar nämlich gefragt, wie man an mehr Holz kommt. Gerade am Anfang ist das nämlich noch relativ schwierig. Wenn du am Anfang bist, hast du ja nur dieses Hauptdorf hier. Und hier kriegst du leider nicht so viel Holz. Die einzigste Möglichkeit, die du am Anfang hast, ist halt der hier, Timberley. Da kriegst du dein Holz. Und du könntest dir am Anfang, wenn du möchtest, den Schlumpf hier holen. Den habe ich gestern leider schon abgeerntet, um das zu testen. Deswegen kann ich den heute nicht abernten. Aber wenn du dir den holst, kriegst du auch einmal am Tag 12 Holz. Also Lokführerschlumpfsbahnhof. Wenn du den komplett ausgebaut hast und alles fertig hast, und das kostet allerdings ziemlich viele Schlumpfbeeren, kriegst du am Tag 12 Holz. Und was hat man noch für Möglichkeiten am Anfang? Leider, wie gesagt, überhaupt nicht viele. Du könntest Glück haben und hier bei diesem Minispiel Holz kriegen. Wow! Okay, wir haben einen Schlumpf gekriegt. Also man kann auch Schlümpfe hier kriegen, tatsächlich. Also Babyschlumpf muss man sich normalerweise kaufen. Ja, okay. Nein, das will ich doch gar nicht. Mann. So. Wir haben Babyschlumpf gekriegt. Okay, Leute, das ist ja mal ein cooles Let's Show. Babyschlumpf. Das ist ja klasse. Wie gesagt, am Anfang, aber jetzt zurück zum Holzthema. Am Anfang hast du halt auch die Möglichkeit, hier dein Holz zu kriegen bei dem Minispiel. Allerdings sehr gering. Dann im Laufe der Zeit kriegst du irgendwann mal diesen Wagen hier. Wagen des reisenden Schlumpfes. Dort kannst du dir auch ein Video angucken. Und mit etwas Glück kannst du dir dann 4 Gegenstände aussuchen. Und da kann unter anderem auch Holz sein. Was Holz angeht, war es das nämlich auch schon im Anfangsdorf. Wenn du dir jetzt nicht allerdings die Zeit nimmst, es gibt nämlich noch eine Möglichkeit, im normalen Dorf an Holz zu kommen. Und zwar dieses Buch hier. Wenn du dieses Buch platzierst, hast du hier diese Liste. Und hier hast du die Schlümpfe. Die kannst du dir für Schlumpfbären kaufen. Und da zum Beispiel Schlumpfine kriegst du, wenn du Schlumpfine hast und diesen Brunnen und alles hast. Obwohl, das ist das Weltraumhaus, ne? Ja, okay, dann fällt Schlumpfine schon mal flach für den Anfang. Den könnten wir dann nehmen. Am Anfang, wer Holz nimmt. Archäologie ist auch im Weltraum. Da, Fliegerschlumpf. Fliegerschlumpf habe ich selber schon platziert. Könntest du platzieren und dann dir die ganzen Sachen holen, die hier dir angezeigt werden. Wenn du das geschafft hast und alles erfüllt hast, kannst du dir eine Statue nehmen. Und diese Statuen gewähren alle 24 Stunden, wie zum Beispiel vom Fliegerschlumpf, 3 Holz und 3 Steine. Und das kannst du mit allen möglichen Schlümpfen machen. Hier zum Beispiel Lokführerschlumpfshaus, 2 Holz, 4 Steine alle 24 Stunden. Und da kannst du dich hier mal austoben. Und hier zum Beispiel Cowboyschlumpf, auch 6 Holz alle 24 Stunden. Die könntest du dir unter anderem holen, wenn du Rohstoffe haben möchtest. Also ich würde auf jeden Fall am Anfang darauf hinarbeiten, dir all diese Schlümpfe hier zu holen. Weil du kriegst, wie gesagt, diese ganzen Statuen und da kriegst du richtig viele Rohstoffe einmal am Tag. Und wenn du erstmal einige davon freigeschaltet hast, dann summiert sich das und dann hast du richtig viele Rohstoffe. Also die Statuen sind meiner Meinung nach die beste Möglichkeit, an Rohstoffe zu kommen, ohne dafür Schlumpfbeeren auszugeben. Und das war es leider auch schon im Hauptdorf. Also im Hauptdorf gibt es keine andere Möglichkeit, an Holz zu kommen. Jedenfalls habe ich noch nicht alle Schlümpfe. Also vielleicht gibt es noch irgendeinen anderen Schlumpf, der dir Holz liefert. Da kann ich leider noch nichts zu sagen, weil ich habe noch nicht alle Schlümpfe im Hauptdorf. Und wenn du das geschafft hast und auf die Insel kommen kannst, also am Anfang, wie gesagt, ist es echt schwer, wenn du nur das Hauptdorf hast, konzentriere dich erstmal darauf, Papa Schlumpfs Quest zu erfüllen. Und wenn du Papa Schlumpfs Quest verfolgst, kommst du nämlich irgendwann auf die Insel. Und auf der Insel ist das dann schon interessanter. Ich denke mal, da wirst du am Anfang auch ein paar Quests machen müssen. Allerdings wird das schon ein bisschen attraktiver, wenn du die Insel weiter ausbaust, weil auf der Insel gibt es mehrere Möglichkeiten, an Rohstoffe zu kommen. Und zwar... Ah ja. Ja, okay. So. Oh, unsere Honigmelonen sind verdorrt, okay. Und zwar hast du hier diese Flöße. Und diese Flöße kannst du losschicken und einmal am Tag Rohstoffe von denen kriegen. Kann man für Geld kaufen, also kostet keine Schlumpfbeeren. Allerdings kann man, wenn du 5 Schlumpfbeeren ausgibst, ein weiteres Floß
dazu holen. Das würde ich dir empfehlen. Und hier kannst du die auch auf Holzreise schicken. Alle 24 Stunden kriegst du dann 3 Holz. Und wenn du 4 Flöße hast, hast du 12 Holz alle 24 Stunden. Das ist eine Möglichkeit, an Rohstoffe zu kommen auf der Insel. Dann gibt es auf der Insel noch einmal dieses Glücksspiel hier. Lucky's Glücksspiel würde ich mir holen, weil da gibt es auch die Möglichkeit, an Rohstoffe zu kommen. Hier gibt es 20 Holz, 20 Stein, 5 Farbe. Und wenn du auf einen Freespin kommst, das ist natürlich nicht so oft passiert, aber wenn du es schaffst, auf einen Freespin zu kommen, dann darfst du nochmal drehen und dann gibt es schon 100 Rohstoffe pro Kategorie. Wir haben jetzt nur einen blöden Pilz gekriegt, aber das macht ja nichts. Wie gesagt, das Glücksspiel ist halt eine Möglichkeit, an Holz zu kommen. Dann hast du hier noch Piratenschlumpfs Spiel. Da kannst du theoretisch, wenn du Glück hast, das mal ausprobieren. Ja. Okay. Okay, wir haben nur Geld gekriegt, aber man kriegt hier auch unter anderem Holz und andere Rohstoffe. Also hier beim Piratenspiel kannst du auch Glück haben und Holz kriegen. Sehr schön. Oh, wir haben Clown-Tickets freigespielt. Auf jeden Fall, ja, Piratenschlumpf, da gibt es noch die Möglichkeit, an Holz zu kommen. Und dann auch noch sehr attraktiv hier diese Archäologie-Schlumpf auf der Insel. Weil da hat man unter anderem Glück und kann sich meistens immer nur 2 holen. Mit etwas Glück auch 3. Auf jeden Fall macht er dann die Grabung. Und hier haben wir zum Beispiel 5 Farbe gekriegt. Wer weiß, vielleicht ist das da unten ja Holz. Nee, Mammut, das haben wir schon. So. Auf jeden Fall kriegt man hier auch unter anderem relativ viel Holz sogar. Ich weiß nicht, ich habe sogar, glaube ich, mal 30 oder 40 Holz gekriegt. Das wäre noch eine Möglichkeit hier auf der Insel. Und ich glaube, das war es auf der Insel auch schon. Mehr gibt es hier nicht zu holen, was Rohstoffe angeht. Noch nicht. Wie gesagt, ich habe noch nicht alle Schlümpfe freigespielt, deswegen kann ich dazu noch nicht so viel sagen. Auf jeden Fall. Jetzt kommt nämlich das Beste vom Besten. Wenn du so weit im Level bist, ich glaube, ab Level 25 kommt man auf den Berg. Ich bin mir da nicht mehr sicher. Aber ich bin der Meinung, dass es ab Level 25 war. Wenn du Level 25 bist, kommst du auf den Berg. Und wenn du auf dem Berg bist, gibt es wiederum mehr Möglichkeiten an Rohstoffe zu kommen, beziehungsweise die beste Möglichkeit an Rohstoffe meiner Meinung nach zu kommen, for free. Jetzt haben wir schon eine Quest abgeschlossen, bla bla. Und zwar hast du hier den Schlumpf, Camper-Schlumpf. Camper-Schlumpf ist der beste Schlumpf, um an Rohstoffe zu kommen. Wir können das ja mal demonstrieren. Wenn du Holz brauchst. Ja, okay, natürlich ist das jetzt Vorführeffekt. Aha, Holz. 30 Holz. Und wenn du Glück hast, wir versuchen das jetzt einfach nochmal. 30 Holz reicht mir jetzt nicht. Versuchen wir nochmal. Solltest du mal natürlich mit Vorsicht genießen, weil wahrscheinlich kriegen wir jetzt nicht nochmal Holz. Also, das ist ein reines Glücksspiel. Aber nichtsdestotrotz kriegst du trotzdem relativ oft Holz und Stein. In unserem Fall ist das jetzt blöd gelaufen. Deswegen, ich bin immer mit dem ersten Ergebnis zufrieden, wenn ich das haben will, was ich brauche. Aber guck mal, wir haben jetzt Farbe gekriegt. Du kannst hier bis zu 50 Holz kriegen. Also wenn du Glück hast, kriegst du 50 Holz und du hast mehrere Versuche. Bis zu 50 Holz und bis zu 50 Steine kriegt man. Also Camper-Schlumpf ist wirklich der Schlumpf, wo du am meisten Rohstoffe für kriegst. Also den würde ich mir als erstes holen, wenn ich auf dem Berg bin. An deiner Stelle. Und dann gibt es hier auch nochmal den Archäologen. Vielleicht haben wir ja diesmal Glück. Ja, irgend so ein Tor. Und Erfahrung. Okay, diesmal hatten wir kein Glück. Aber auch hier kannst du Rohstoffe kriegen. Also könnte man sich den auch holen, würde ich empfehlen. Weil da kriegst du auch relativ gute Rohstoffe. Dann haben wir hier auf dem Berg noch die Möglichkeit zu graben. Wir können ja mal gucken. Okay, jetzt haben wir hier Kristalle gekriegt. Da, ein Stein, 10 Steine. Ein Holz, 10 Farbe. Noch ein Stein, ein Holz. Was haben wir noch gekriegt?
Holz, Stein, noch mehr Holz. Und hier kriegt man, das läppert sich immer so ein bisschen. Das sind, manchmal sind 10 dabei, manchmal ist es nur 1. Also hier kriegt man durch die Grabung kriegt man auch relativ gut Rohstoffe ran. So, okay, das machen wir jetzt nicht. Ist auch egal, ich bin ja hier nur zum Gucken. Und das war es auch schon auf dem Berg. Also wie gesagt, mehr habe ich noch nicht freigeschaltet. Aber wie gesagt, Camperschlumpf, ein Muss, wenn du Rohstoffe haben möchtest, weil da kriegst du wirklich 50 Holz oder 50 Stein, das ist schon echt viel. Und dann gibt es noch eine Möglichkeit ab Level, ich weiß nicht, ob das Level 35 war oder Level 30, kommst du irgendwann mal in den Weltraum. Und wenn du im Weltraum bist, okay, jetzt haben wir noch einen Krater freigeschaltet, das interessiert uns jetzt nicht. Im Weltraum kannst du hier auch Archäologie-Schlumpf holen. Hier kannst du allerdings gezielt Grabungen stattfinden lassen. Und jeweils 3 Stück pro 24 Stunden. Und wenn du viele Swuffs hast, also ich habe die Maximalanzahl, glaube ich, mittlerweile, kannst du bis zu 8 Grabungen, also du kannst natürlich auch eine Grabung mit 10% starten. Wenn du Glück hast, kriegst du deinen Rohstoff und kannst natürlich dann 80 Grabungen starten. Allerdings mache ich immer 100%, weil ich da nicht aufs Glück setze. Zumindest nicht hier beim Archäologen oben. Kannst du natürlich machen, das musst du dann selber wissen, wie viel Prozent du, die Wahrscheinlichkeit, wie viel Prozent du dann Rohstoffe haben möchtest. Also bei 90% kriegst du wahrscheinlich auch deinen Rohstoff, aber du könntest natürlich auch Pech haben. Deswegen, also ich mache immer auf 100%, kostet allerdings 10 Zwuffs. Und 80 sind, glaube ich, momentan maximal auf dem Planeten. Also ich bin auf jeden Fall noch nicht weiter. Ist natürlich ein bisschen schwierig am Anfang, weil du musst natürlich dementsprechend erstmal dich ein bisschen weiterbauen mit den Zwuffs und so. Also das sind so die Möglichkeiten, später im Spiel an Rohstoffe zu kommen. Speziell an Holz. Aber wie gesagt, am Anfang hast du echt leider nicht viele Möglichkeiten, an Holz zu kommen. Außer du bist hier das Schlumpfmeer natürlich. Man kann hier auch ganz einfach Rohstoffe kaufen. Hier 500. Ach nee, Quatsch. Quatsch, kann man die nicht mehr mit Rohstoffen kaufen? Ich wollte gerade sagen. 20 Schlumpfbeeren für 500 Holz. Würde ich allerdings nicht empfehlen. Also ich empfehle echt nicht, die Rohstoffe zu kaufen. Außer du willst wirklich irgendwas Spezielles ganz schnell haben. Dann würde sich das vielleicht doch empfehlen, für 20 Schlumpfbeeren sich die 500 Holz zu gönnen. Denn du kriegst mit diesem Wagen, wenn du diesen Wagen hier hast, kriegst du relativ schnell Schlumpfbeeren. Also das dürfte dann später kein Problem mehr sein. Aber gerade am Anfang, ich würde mich an deiner Stelle wirklich darauf fokussieren, wo habe ich das denn? Ich vergesse immer, wo ich das habe. Ne? Dir dieses Buch zu holen und dir die Schlümpfe hier in diesem Buch zu holen. Diese Schlümpfe würde ich allgemein am Anfang mir holen, weil du kriegst dafür halt Rohstoffe und Geld und alles Mögliche. Auch eine Schlumpfbeere ist sogar mit drin, wenn du Kaiserswurf hast. Und ich würde mich wirklich konzentrieren, diese ganzen Schlümpfe zu holen. Ich meine, ich habe die noch nicht alle. Werde ich auch mal machen demnächst. Mich mal darauf zu konzentrieren, alle zu vervollständigen, die hier in der Liste sind. Aber wie gesagt, am Anfang würde ich wirklich diese Schlümpfe holen, weil du kriegst da Rohstoffe jeden Tag und das summiert sich dann halt. Aber du hast wirklich ganz am Anfang nur die Möglichkeit, hier bei Timberlys Haus und hier in der Steinmine die Steine zu kriegen. Andere Möglichkeit gibt es leider am Anfang noch nicht. Zumindest nicht, dass ich das wüsste. Ja, ich hoffe, ich konnte dir helfen und einige Fragen beantworten. Und hey, wir haben Babyschlumpf gekriegt. Wie geil ist das denn? Das freut mich. Babyschlumpf. Schön, schön. Alles klar. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.